Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Und beim letzten Mal haben wir hier mit der Prinzessin geschnackt. Und jetzt sehe ich gerade, können wir jetzt eigentlich die Kiste öffnen? Nein, natürlich nicht, weil wir nicht genug Schlüssel haben, da komme ich auch nicht durch. Was mich noch interessieren würde, sie hat ja den Brief hier beim letzten Mal hingelegt. Können wir den nehmen? Nein, natürlich ist er nicht mehr da. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Tempel, um She's probably heading over to the sanctuary. She's quite the tomboy, that Alicia. Ein richtiger Wildfang. Oh. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen was füreinander übrig haben. Ob das so ist, werden wir sicher noch erfahren. Aber erstmal gehen wir jetzt auf zum Heiligtum. Ich denke mal, das ist hier vorne, wo das Schwert auch aus dem Stein gezogen wurde. So ein bisschen King Arthur-Saga hier, ne? Zumindest würde ich ihn da jetzt vermuten. So. Mikleo haben wir immer noch nicht, witzigerweise. Ah ja, hier sind wir richtig. It looks like Father Brunor is out around town on an errand. Huh. So it goes. Any clue as to the vessel at least? Let's see. Something free of malevolence. In the Galahad ruins north of here, there's a pure and clean waterfall. The kings of Highland traditionally bathe in its pristine holy water before their coronation ceremonies. Water of utmost purity. That does sound like something that could be a vessel for a seraph. Is something wrong? Beasts have taken up residence in the ruins of late. Whatever was there was strong enough to kill all 10 soldiers who came to drive them out. Hellions? Likely. If we don't hurry, then the waterfall could be corrupted by the malevolence. I take it that's not all, is it? The malevolence is strong in Lady Lake. The holy water will absorb its influence before we have a chance to enshrine and worship it. Water in particular is delicate and easily corrupted by malevolence. No way. Is there anything we can do? Of course there is. But in that case, we will need the cooperation of a seraph of water. Moment, ist Mikleo nicht einer? I'm afraid I am wholly mismatched. A water seraph, huh? Yes. By the way, whatever became of Mikleo? I haven't heard his voice yet. We sort of had a fight. It's a long story. Anyway, to the Galahad ruins. There's Hellions to smack. That's true. Let's do what we can first and foremost. Saray, please let me accompany you. I would, but you don't have the power to battle Hellions. But Saray, just as the Prime Lord can have sublords, so too can there be squires to the Shepherd. If Alicia becomes your squire, she can fight against the Hellions as long as she is within your domain. My squire? But this sanctuary. No, make that all of the sanctuaries in Highland. They have always been like this from the time I was born. A Highland overrun with malevolence is the only Highland I've ever known. I beg of you, Saray, please, take me as your squire, so that I may see my homeland free of malevolence. Just like you'd always dreamed of. As you wish, Alicia. Da nimmt er sie sofort an, ne? Aber Mikleo. How does this work? After my incantation, give unto Alicia a true name in the ancient tongue. Let's see, a true name for Alicia. A new bud forms on the holy branch. Its flowers bring fruit. Its fruit begets seeds. The circle of destiny turns once more. Give life unto the will of the shepherd, and let it be proof of their bond. Thy true name as a squire shall be Melphis Amekia. Melphis Amekia. Happy to be your squire, Saray. Happy to have one, Alicia. Das verstehe ich halt nicht. Mikleo hat er halt gesagt, ja, nee, mach das nicht unbedingt. Gut, bei dem ist das vielleicht auch ein bisschen weitreichender, aber ich finde das trotzdem ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Bei Mikleo ist er eigentlich sein bester Freund und der hat das natürlich jetzt auch gerade gesehen, ne? Natürlich ein bisschen bitter ist. Naja.
So, was haben wir hier? Heilmittelzubereitung, Gesundheitswiederherstellung, Aktionspunkte. Ich würde Mikleo gerne wieder dabei haben. Naja, dann raus. Hat die für Ausrüstung? Wahrscheinlich erstmal okay, ne? So, ich denke mal, wir müssen jetzt aus der Stadt raus. Durch das Haupttor wahrscheinlich. Vor allem alleine, dass die Prinzessin das jetzt einfach so entscheidet und ihr... Und hier einfach dann abhauen kann, ne? Ich meine, gut, sie ist die Prinzessin, ne? Was darf sie nicht? Aber trotzdem irgendwie seltsam ein bisschen. Naja. Dann mal raus. So, die Frage ist jetzt, müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Wie war nochmal Map? Karte, Karte da. So, da ist ein Dungeon. Da ist der Falkwing-Hang. Suche nach... Ach so, nee, warte mal, ich muss erst... Sammle heiliges Wasser vom Wasserfall der Galad-Ruinen. Ich nehme an, das sind die da hinten. Andorcher Wald, genau, da sind wir hergekommen. Das heißt, wir gehen jetzt nach rechts. Einmal kurz speichern. So. Und das ist jetzt die Brücke, wo am Anfang die Soldaten standen, die mir die Passage verwehrt haben, quasi. Müssten ja noch da stehen, aber jetzt haben wir... Nee, die stehen nicht mehr da. Warum das denn nicht? Wer kämpft jetzt eigentlich mit mir? Oh, beide! Drücke RT, wenn du armitasiert bist... Achso, das muss ich jetzt machen. RT. Mach ich doch. Achso, wenn... Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was ich da machen sollte, ehrlich gesagt. Verjüngung. Wenn du im armitasierten Zustand inaktiv bist oder keine Kombo ausführst, kannst du RT drücken, um für eine Stoßanzeige Verjüngung zu wirken. Es dauert nur eine Sekunde und führt zu einer umfassenden Heilung. Ah, okay. Das ist natürlich praktisch, dass man sich so dann komplett heilen kann. So, jetzt halten wir mal wieder Ausschau nach Zeug. Da oben ist eine Truhe. Hier hinter könnte auch irgendwas sein. Ich guck gleich mal, aber erstmal besiegen wir hier die Klapperschlange. Drücke während einer 3-Treffer-Kombo. Jetzt muss ich wieder einmal diese. 1, 2, 3. Göttliche Phönixlinge. Gut. Ist das nicht ein bisschen übertrieben hier bei diesen Viechern? Die Armitarisierung rauszuhauen. Verbannungsstoß. Halte im armitarisierten Zustand in einer Combo RT gedrückt, um für eine Stoßanzeige einen Verbannungsstoß zu entfesseln. Ja, okay. So, gucken wir mal hier mal fix um die Ecke, ob hier irgendwas ist, aber es sieht nicht so aus. Heißt, wir können dann hier hoch. Da ist der Wasserfall. Und aber erstmal ist hier die Truhe, logischerweise. Vielleicht ist ja was Cooles drin. Sonnenbrille. Ups, ich war schon wieder fantastisch. Damit muss ich wohl klarkommen. Eine Sonnenbrille, really? Kann ich ihm die jetzt aufsetzen? Ist das Ausrüstung oder ist das... Achso, warte mal. Ist das vielleicht Mode? Zubehör, Sonnenbrille. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das albern? Er ist jetzt Mr. Coolman. Ich lasse ihm jetzt die Sonnenbrille auf, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Jetzt hat er eine fucking Sonnenbrille auf. Okay, ich lasse sie jetzt mal vielleicht für die Folge auf und dann werde ich sie wahrscheinlich absetzen, weil das finde ich echt doch ein bisschen albern, wenn ich ehrlich bin. So. Wundert euch übrigens nicht, dass ich immer erstmal hinten rumlaufe. Ich will einfach gucken, damit, oder ich will einfach sehen, dass wir nichts verpassen. Und ein bisschen leveln kann man ja auch immer gut. Aber auf jeden Fall kämpfen die alle vier, oder alle drei jetzt. Mikleo wird wahrscheinlich dann auch wieder mitmachen, wenn er da ist. Hoffentlich vertragen wir uns mit ihm wieder. Ich glaube trotzdem, dass er uns das
ein bisschen krumm nehmen wird, wenn wir... I finished preparing the gel. Oh, sie hat einen Apfelgummi zubereitet. Ich glaube einfach, dass er das sehr krumm nehmen wird, dass wir einfach sie angenommen haben und ihn halt nicht. Aber auch zu Recht, ne? Ich meine, er ist unser bester Kumpel und dann nehmen wir einfach eine Prinzessin an, auf die wir einfach stehen. Und das war's. Das ist nicht so cool. So, ich habe das Gefühl, die ganzen Tipps kommen immer doppelt und dreifach. So, Lavendel. Und jetzt gehen wir einmal speichern. Und dann mal ab in die Ruinen, weil ich glaube, hier ist das schon. Könnte sein, ne? Hier ist auf jeden Fall der Wasserfall und Ruinen sind hier. Ob der dann hier hinzieht? Alles kaputt hier. Liegt aber nichts rum gerade. Ist es vielleicht auch nicht hier? Warum wird die Musik denn jetzt so traurig? Sammler haben heiliges Wasser. Es kann natürlich auch sein, dass das weiter oben ist. Das weiß man natürlich nicht. Okay, warum sollte ich jetzt hier speichern nochmal? Ich dachte ehrlich gesagt, das ist hier schon. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Was soll's. Da vorne ist sonst auch ein Schild, wo ich mal nachgucken kann. Werde ich auch tun. So. Wie gefällt euch das Spiel bisher, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. So, Dorf, großer Morganfälle, Galadruin. Okay, das wird doch richtig sein. Wir laufen einfach den Weg weiter erstmal. Den Wolf lassen wir mal links liegen. Ach so, dann kann natürlich auch das der Wasserfall sein. Und... Boots, Tiger Blade. Und platt machen. Ja, die stellen halt keine Herausforderung dar. Und down. So, da ist noch eine Truhe. Die einfach hier völlig random eine Truhe steht. Bernsteinstiefel, nice. Drück immer Start, um ins Menü zu kommen. Mal gucken. Kampfstiefel, Bernsteinstiefel dürften besser sein. Ja, aber ordentlich. Oh, die Kampf... Ich habe noch bessere Kampfstiefel sonst. Ah, die haben alle schon Bernsteinstiefel an. Auch gut. Hinter dem Stein vielleicht noch was? Leider nein. Dann weiter. Ganz entspannt den Weg lang laufen hier. Ist ja alles recht linear, sag ich mal. Das geht halt, ne? Jede Speicherung nehmen wir einmal mit. Oh, was ist das denn da hinten? I just saw a monolith written in ancient tongue. Okay. Was bist du bitte? Der sieht ein bisschen gefährlicher aus, muss ich sagen. Ah, Arzneimittelzubereitung. Camilla hat geholfen. So. Da machen wir jetzt mal an hier. Yes. Du Kacke. Oh fuck. Ach du Kacke, warum ist der so stark? Was ist das denn? Okay, vielleicht sollte ich den noch nicht angreifen. Warum ist denn der so stark? What the fuck? Naja, gut, dann gehen wir zum Wasserfall. Bin verwirrt. Alter, der hat mir richtig aufs Maul gehauen gerade. So, und hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Die mir nichts bringt. Hä? Bin verwirrt. Dann kann ich jetzt hier nichts machen.
Also hier muss ich doch auf jeden Fall hin, oder nicht? Kann doch nicht angehen, ja. Da komme ich nicht rein. Seehafenhöhle. Das ist vielleicht noch gar nicht das, was ich suche. Aber ein bisschen Schiss vor dem Typen hier. Warum hat er mich denn so weggeboozt, ey? Was zum Henker war das? Soll der mir sagen, dass ich da nicht langlaufen soll, oder was? Der hat mich richtig platt gemacht. Ich hatte gar keine Chance. Oh, was haben wir hier? Vielleicht ist das der wichtige Hinweis. Prüfen. Du fasst sie an, aber du musst dir wohl zunächst keine Gedanken darum machen. Zunächst also. Vermute er fast, dass das irgendwie mit dem Wasserfall zusammenhängt, den wir da hinten nicht betreten können. Wir haben wieder Apfelgummis bekommen. Ach ja, so ein Apfelgummi ist schon lecker, ne? Also den da vorne lasse ich erstmal stehen, der ist mir zu stark. Ich weiß halt nicht, ob mir das sagen soll, dass ich halt den Kampf gegen ihn erstmal lassen soll. Weiß es nicht. So. Boah, die sind ja easy hier, ne? Die können wir einfach wegbauen. Die haben gar keine Chance. Aber der eben, der wollte es schon wissen. So. Da oben gibt es wieder einen Speicherpunkt, aber... Achso, hier kommen wir nicht durch. Okay. Nimm mal an, irgendwann kann man auch so Steine wegbuzen oder verschwinden lassen oder so. So, okay. Das ist der nächste Speicherpunkt. Was haben wir denn hier? Noch so eine... Galat-Ruine. Hier ist irgendeine... Ah, nice. Da komme ich also durch. Irgendwas ist hier runtergefallen. Yee, Blut... Ja, machen wir die einfach platt. Das sind ja so kleine Blutegel, ne? Können ja nichts großartig. Aua! Stirb! Kleines Ekelblutegel. Da. Alter, mit dieser Sonnenbrille, ne? So ein bisschen abfüllen. So, Schwächen, Resistenzen. Das ist jetzt eine Sackgasse, in die wir laufen, aber vielleicht gibt es da ja irgendwas Cooles. Deswegen laufe ich da jetzt auch mal rein. Und eine Schlange gibt es auf jeden Fall. So. Können wir uns eigentlich mal verwandeln. Geht das Ganze noch ein bisschen schneller. 179. Gut. Ah. Schließlich wird so riesen Flammen auf so ein kleines Wesen quasi. So, hier geht's nicht durch. Und steht hier noch eine Truhe oder so. Ja, perfekt. Ah, muss noch ein bisschen dichter. So. Oh, es lohnt sich also, die Dungeons ein bisschen zu erkunden. Mango-Sorbet. Okay. Ey, ich setze diese Brille wieder ab. Die ist ja grausam. Stört mich richtig. Kampfaktion neu. Was haben wir hier? Automatische Göttlichkeit. Wenn die gestörte Figur verletzt wird und KP verliert, Army... Ah, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kettenstoß. Halte nach 3 Kombos RT gedrückt, um einen SA zu verbrauchen. Das könnte man eigentlich machen. Also im Endeffekt kann ich... Das sind halt alles Verteidigungen... Ich mach das einfach, ne? Also letztendlich stört's ja nicht. Aber diese fucking Sonnenbrille, die setzen wir jetzt wieder ab. Wie mach ich das? Entfernen. So. Das sieht nicht ordentlich aus, meiner Meinung nach. So, aber ich gehe jetzt noch nach vorne und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Sind da viel mehr gelaufen diesmal. Es wechselt sich immer ab. Es gibt so Folgen, wo einfach ganz viel Story passiert und es gibt so Folgen, wo man einfach umherläuft. Die Story-Folgen sind natürlich ein bisschen geiler, weil mehr passiert. Aber wir haben auf jeden Fall das erste Mal auf die Fresse gekommen. Falls ihr den Death Counter einführen wollt, könnt ihr das gerne machen in den Kommentaren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!